Trainer überm Strich. Und heute gibt es, wenn man diese alte Fußballweisheit mal bemühen möchte, 6 Punkte im Abstiegskampf zu vergeben. Denn Jena spielt in Burghausen beim Tabellenvorletzten. Bodo Bürk, bitte. Er hat ein Kampfspiel erwartet, Marc Fascher. Und sagt, nur mit Kampf kommt man aus diesem Abstiegssumpf heraus. Und sein Gegenüber, Günther Güttler, der ging noch einen Schritt weiter und sagte, wir müssen kämpfen, kratzen und beißen. Das sind Aussichten für diesen Abstiegskrimi. Ein Blick auf das Aufgebot des FC Carl Zeiss. Petersen in der Mannschaft. Riemer aufgrund der 5. gelben Karte gegen Braunschweig nicht mit dabei. Dann Schröter. Auf der linken Seite, Holzner spielt rechts. Das vielleicht die Überraschung im Aufgebot. Ziegner hinter den Spitzen und vorne der Bundesliga-erfahrene Henge und Maltas Nationalspieler Schembri. Einwurf Carl Zeiss Jena, Wuttke. Schembri mit der ersten Möglichkeit in dieser Partie macht er geschickt und dann Holzner mit diesem Nachschuss. Starker Beginn der Thüringer. Sie können natürlich auch mit breiter Brust hier anreisen, um versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Und Holzner, der ja lange Zeit verletzt war und sich peu à peu in diese Mannschaft wieder hereingekämpft hat nach seinem Kreuzbandriss mit diesem ersten Schuss. Aktion davor kam von Schembri. Und hier ein Blick auf den zweiten Stürmer Sebastian Henge, der in Position läuft. Sieht, dass da Holzner geschossen hat und sich sofort zu Schembri orientiert. Und die Geste sagt alles, Kopf hoch. Es wird weitere Chancen geben für den FC Carl Zeiss. Burghausen mit einem sehr verhaltenen, überraschend verhaltenen Beginn für ein Heimspiel des Tabellen 19. gegen den 17. Da macht der FC Carl Zeiss in dieser Anfangsphase mehr Dampf. Schröter. Bundesliga-erfahrener Mann, kam vom MSV Duisburg, bestreitet seine 3. Partie. Und wieder Schembri in Aktion, der Mann aus Malta mit einer sehr auffälligen Startphase. Manuel Riemann heißt der Schlussmann bei Wacker Burghausen. Braucht hier noch nicht einzugreifen, der junge 20-Jährige. Aber diese Anfangsphase, die sollte dem FC Carl Zeiss Mut machen. Die Mannschaft hatte ja auch zuletzt in Dresden auswärts gut gespielt. Kluge Raumaufteilung, effektives Ausnutzen der Laufwege, das war nicht immer so. Und trotz dieser Niederlage, dieses 0:2, hatten sie einen guten Eindruck. Und hinten, das wird auch in Burghausen klar, steht der FC Carl Zeiss sehr gut mit Kikuchi, dem Japaner, wieder vor der Abwehr. Schwere Zeiten für Burghausen, für Trainer Güttler. Immer wenn schon gerechnet wird, in Minuten aufgerechnet wird, wann man kein Tor mehr erzielt hat, dann wird's prekär. Freistoß Carl Zeiss Jena, das ist Schmidt, ein Mann aus der 4er Abwehrkette. Und Henge schraubt sich dort am höchsten. 1:0 Carl Zeiss. Ein Treffer, der in der Luft lag, der sich andeutete. 27 Minuten absolviert, Jubel bei den mitgereisten Fans. Der FC Carl Zeiss kann wieder Tore schießen und wieder ist es eine Standardsituation. So sind ja auch die beiden Treffer zuletzt gegen Eintracht Braunschweig gefallen. Diesmal Freistoß Schmidt und Henge scheitelt, wenn man das so sagen darf, diesen Ball in die Maschen. Riemann geschlagen. Der FC Carl Zeiss krönt eine starke Phase mit diesem Treffer von Sebastian Henge. Burghausen, 7 Spiele hintereinander ohne Sieg, 4 Niederlagen in Folge. Da ist das Nervenkostüm nicht das Beste. Und hier sehen wir noch einmal diese kurze Zwischenberührung des Stürmers von Sebastian Henge. Und das ist ausreichend, um in Führung zu gehen. Freistoß auf der anderen Seite, Wacker Burghausen. Levente Schulz, ein Ungar, ein Spezialist und Nulle. Der befindet sich ja seit Wochen in grandioser Verfassung. Und diesen Kopfball, Buchner war es, den hat er fantastisch pariert. Er hatte die Flanke gegeben, Levente Schulz, der Ungar. Hier noch einmal diese Szene. Tolle Parade von Nulle, der dieses 0:1 erst einmal festhält, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieder Freistoß. Burghausen wird jetzt stärker.
Und die Mannschaft von Güttler meldet sich über Standardsituationen zurück. Nächste Gelegenheit. Das war Belleri, Alessandro Belleri, die einzige Sturmspitze mit der Huber. Etwas zurückgezogen agierend bei den Gastgebern im Wacker-Stadion, in der Wacker-Arena. Unweit im Übrigen der längsten Burganlage in Europa, eben Burghausen. Und die Mannschaft macht jetzt Dampf. Vor der Pause klare Vorteile für das Team aus Bayern. Müller im Zweikampf, aber sie kommen dann doch zu Flankenbällen. Und wieder ist es Sebastian mit der Huber. Ja, und Nulle ist empört über dieses Deckungsverhalten seiner Mannschaft. Das sah bei Marc Faschers Team in den ersten 30 Minuten viel, viel besser aus. Da haben sie Burghausen nichts gestattet. Und nun zum Abschluss des ersten Durchgangs ist es plötzlich ganz anders. Wieder eine Entlastung von Carl Zeiss. Chambry, ach, da muss er mehr draus machen aus solch einer Möglichkeit. Hervorragend die Vorarbeit von Sebastian Henge. Und da muss der Mann aus Malta ganz einfach mehr zustande bringen, als den Ball Riemann zu präsentieren. Eckball Burghausen. Wir sind unmittelbar vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Trautmann. Und da muss Müller retten auf der Linie oder kurz davor. Das hätte das 1:1 sein können. Wieder eine Chance des Italieners Alessandro Belleri. Nulle geschlagen und Müller auf der Linie. Und so hat das der Trainer Marc Fascher gesehen, diese Szene. War erst ganz ruhig geblieben, aber dann die Anfeuerung. Der Nachwuchs von Wacker Burghausen. Die Ringer übrigens sind in der ersten Bundesliga. Der zweite Durchgang. Keine Wechsel. Auf beiden Seiten nicht. Aber was Burghausen hier möchte, dieses Kratzen und Beißen, dieses Kämpfen, das zeigen sie deutlich in dieser Anfangsphase. Und das wird auch klar, der FC Carl Zeiss darf sich auf schwere 45 Minuten einstellen. Wieder Nulle, Schuss kam von David Solga, 26 Jahre alt, kam mal von Borussia Dortmund nach Bayern. War noch ein Bein eines jener Abwehrspielers dazwischen und Nulle bis zu diesem Zeitpunkt ohne Fehl und Tadel. Proteste von Wacker Burghausen nach diesem Zweikampf mit Levente Schulz. Hier ist es Tim Wuttke, aber Schiedsrichter Stefan Trautmann aus Bodenwerder in Niedersachsen hat gesagt, das war alles regelkonform. Weiter geht es. Wieder ein herrliches Anspiel auf Belleri. Das war ganz stark gemacht von Solga, der sich steigert in diesem zweiten Abschnitt. Und wieder Nulle. Mitten ins Herz hinein des FC Carl Zeiss. Und dann Alessandro Belleri. Güttler hat gewechselt mittlerweile. Galuschka in der Partie. Also sie spielen jetzt mit drei Stürmern. Das ist klar. Sie wissen, wenn sie dieses Spiel hier vergeigen, dann wird es ganz, ganz schwer. Und sie versuchen es mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Roland Bonimeier, der für Schmidt agierte. Holzner wird ausgewechselt beim FC Carl Zeiss. Und Stresser für ihn in der Partie. An sich wollte Schröter raus. Aber seine Bitten fanden bei Trainer Fascher zunächst kein Gehör. Holzner muss ja auch langsam wieder aufgebaut werden nach seiner schweren Verletzung. Da kommen sicherlich 90 Minuten für ihn zu früh. Burghausen erhöht das Tempo. Aber Jena steht sicher im Deckungsverbund. Und dann haben sie dort noch einen Carsten Nulle,
der alles, was auf sein Tor kommt,